wo. Da! 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 Habt ihr das hier gesehen? Ich hab nicht gelogen. Die. Creepy. Einfach nur creepy. Ah! Ich hab's nämlich von Markus aus dem Livestream gehört und die Aktion war halt wirklich sehr, sehr krass gewesen. Obdachloser schmeißt mit Flaschen auf Passanten. Polizei möchte mein Videomaterial. Ja, ist aus dem Livestream, 720p, sind wir ja gewohnt. Ab Rinder. Wollen wir die Polizei rufen oder sowas? Oder sucht ihr den mit dem Einkaufswagen? Die Kollegen meinten gerade, ich habe das nämlich aufgenommen, dass ich vielleicht hier nochmal fragen soll, ob ich das Videomaterial zur Verfügung stellen soll. Autobots, transform! Da bin ich hier auf dem Roller. Das Intro habe ich gefilmt mit meiner GoPro. Ist es zu laut? Nee. Servus Leute und herzlich willkommen zu dieser Folge Series One. Ihr auf YouTube habt mich wahrscheinlich schon 3-4 Monate nicht mehr gesehen. Ich glaube, aber heute ist auf jeden Fall wieder ein Video am Start. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gesehen. Kürzer als Kim. Ich weiß gar nicht, was ich im Titel schreibe. Obdachloser wirft mit Flaschen oder. Ihr seht es wahrscheinlich. Und zwar ist mir was richtig Krasses passiert. Und zwar nicht jetzt, sondern in einem Livestream. Ich streame seit ungefähr 2 Monaten fast regelmäßig auf Twitch. Ihr könnt mir gerne mal bei Twitch folgen. Da seht ihr auf jeden Fall viel, viel mehr Content als aktuell bei YouTube. Das Geilste. Video zu laut? Ich dachte, ihr habt gesagt, Video ist voll okay so. Aus den Livestreams schneide ich zu einem Video zusammen, so wie zum Beispiel heute. Leider habe ich vergessen, den mich selber lauter bitte aufzuzeichnen. Deswegen ist das Video jetzt aktuell auch nur in 720p und nicht in 1080p. Jetzt ist okay. Wird sich allerdings demnächst wieder ändern. Ist meine Ausnahme, dass ein Video... Digga, sollten wir vielleicht einfach immer mit dem Mülleimer streamen im Hintergrund? Einfach immer? Video in 720p kommt. Allerdings... fand ich so, einmal ist jetzt schon so, also ich war so sprachlos über das, deswegen will ich es unbedingt mit euch teilen. Mir sind doch einfach in dem Moment gar keine Worte eingefallen, wo der Obdachlose die Passanten mit Flaschen beworfen hat. Aber schaut euch einfach mal selber an. Ich glaube, in der Situation ey, viel zu heftig, auch Alter. Ein bisschen, ich sag mal, unter Schock stehen oder so. Schaut euch einfach mal die Szenen aus den Streamets an. Ich habe hier so ein bisschen zusammengeschnitten. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß damit und ich melde mich danach auf jeden Fall nochmal wieder. Bis gleich. Ihr müsst jetzt... Seht ihr hier links den Einkaufswagen? Ihr müsst, dahinter ist ein Obdachloser, besoffener, wie auch immer. Ihr müsst hier auf den Einkaufswagen achten, hier links. Hier ist ein Fotoshooting, das sind die beiden Fotografen. Hier sind die Models, 4. Ich weiß nicht, ob der Opa auch mit dazu gehört, ich glaube schon. Ich glaube, hier sind die 4 Models oder Fotografen-Crew. Und im Endeffekt sind es die 6 Leute. Die 4 zur Rechten, die beiden hier und der Obdachlose hier am seinem Einkaufswagen mit Pfandflaschen drin. Wofür machen die denn jetzt Fotos? Bam! Da kommt die erste Flasche, Digga. Er hat einfach mal die erste Flasche neben seinem Kopf zerballert. Holy shit! Jetzt holt er die nächste. Oh shit, der schmeißt mit Glas auf den. Und die nächste Flasche geworfen. Und jetzt rennt er zurück und holt gleich die nächsten, Alter. Oh shit, der schmeißt mit Glasflaschen auf den. 4. 4 Glasflaschen schon geworfen. Holy shit, Leute. 5. Oh. 6. Ich guck ihn einfach nicht an. Digga, viel zu heftig. Ist alles gut? Alles okay, danke. Also. Sprachen lernen. Wollen wir die Polizei rufen oder sowas? Oder? Was willst du, was sollen die machen? Also danke. Aber. Sie haben das gesehen, ja? Ich hab's auch auf Kamera. Nice. So. Zur Not. Oh, du bist auch verletzt. Ja, gut. Ein bisschen Glassplitter, aber. Also ich. Ich glaube, alle Beteiligten und der Mülleimer meldet sich auch zu Wort, standen alle sehr unter Schock. Ja, keine Ahnung, weil der hat den Überwinden, wenn wir die jetzt rufen. Ich hätte den verprügelt, Digga. Digga, sei erstmal in dieser Situation. Das ist eine besondere Situation und wenn du zu Hause sitzt und dir ein Video anguckst, dann hat man immer leicht reden, aber wenn man in der Situation ist, ist nochmal alles ganz anders. Mit dem Adrenalin, du wirst auf einmal in eine Situation reingeworfen, die du vorher
mit der du gar nicht rechnest, so, weißt du? Also, Digga, das war 8 Uhr morgens. Ich glaube, Markus wollte gerade einen 24-Stunden oder nee, einen 12-Stunden-Stream machen. Der hätte niemals gedacht, dass er auf der linken Seite jetzt auf einmal so einen Obdachlosen sieht, der 6 Bierflaschen auf Passanten wirft, so. Dann ist der doch, wir, die hier sind. Ja. Ich könnte ja rufen und hinterherfahren. Also so, natürlich hätte er eine Faust verdient und jeder hätte sich gewünscht, der Held zu sein und den Mann zur Strecke zu bringen und festzuhalten, bis die Polizei kommt. Wäre wahrscheinlich auch mega nice geworden so. Aber wenn du in der Situation bist, sieht halt alles schon mal wieder ganz anders aus. Du musst halt mit deinem Adrenalin klarkommen und du stehst selber erstmal unter Schock und denkst dir, Alter, was ist das für ein Psycho? Und du musst ja auch an dich selber denken so. Okay, alles klar. Dann schönen Sonntag noch. Ja, schönen Sonntag, ciao. Holy shit, Leute, Alter. Aber auch ein bisschen von den Passanten, die haben das sehr leicht abgetan, so von wegen, ja, was soll denn die Polizei machen, bringt doch eh nichts. Hätte ich nicht so leicht abgetan. Also ich hätte auf jeden Fall sofort die Polizei gerufen an jeden von dem, so, weil man weiß ja nicht, wie der noch weiter durch die Straßen läuft und was der noch mit anderen Passanten anstellt. Was war denn mit ihm falsch? Da komme ich ja jetzt ja nicht drauf klar. Hä? Die haben da entspannt ein Fotoshooting gemacht, haben keinen gestört. Auf einmal schmeißt er einfach Glasflaschen auf die. Ich weiß gar nicht, wodurch der sich so getriggert vorkam. Ich hatte an der Stelle auch die Boni gerufen. Adrenalin kickt, ja, das merkst du richtig bei Markus. Ich werde jetzt nochmal umdrehen, weil der Typ läuft auch in Richtung Polizei. Aber jeder von uns wäre da so hart unter Adrenalin. Wir langfahren und wir schauen nochmal. Wie kann man denn so random einfach Glasflaschen auf jemanden schmeißen? Ist halt auch gefährlich, wenn er jetzt so ausgeflippt ist. Ah, ich wollte hier links, shit. Wenn er jetzt so ausgeflippt ist, das wird ja nicht das letzte Mal gewesen sein. Was hat man denn gegen Leute, die einfach... Du weißt halt auch einfach nicht, wie so eine Person reagieren auf irgendwas. Die sind halt einfach unberechenbar. Ich glaube, der hat auch einfach gar nichts verstanden. Weil der hatte ja irgendwas vor sich hingebrüllt und das war kein Deutsch. Deswegen ist mein Zweitjob einfach Ortskontrollfahrer. Genau deswegen. Oh, sind die wegen dem Typen hier? Die suchen den jetzt. Sucht ihr den mit dem Einkaufswagen? Ja, ich bin auch am Suchen. Okay. Ich hätte es zu Not auch gehabt. Der ehrenamtliche Boss. Kamera, wenn da irgendwas... Hä? In Germany, ja, we say, der arme Fan. Okay, Berlin ist zu wild? Ja. Eigentlich ist Berlin nicht so wild. Ja. Ah, da steht noch einer, ja? Genau. Ja, dann gehe ich da mal hin. Der Mann im Roten hat ihn gesehen, dass er rechts unten läuft. Genau. Gut. Digga, wenn du da als Polizist mit deinem Kollegen ankommst und du hörst, der hat gerade 6 Flaschen auf irgendwen geworfen, weißt du halt auch überhaupt nicht, wie der reagiert, wenn du den zur Rede stellen willst, festnehmen willst, wie auch immer. Also es gibt einfach so Ecken in Berlin. Ja, also es gibt natürlich schon gefährliche Ecken, aber im Endeffekt kann sowas auch überall passieren. So Leute, dann gehen wir mal zum Funkwagen. Nee, alles gut. Wo ist denn hier ein Funkwagen? Steht er hier links? Im Endeffekt sind wir immer noch in Deutschland und nicht irgendwo, keine Ahnung, in irgendeinem krass kriminellen Land. Nee, ich nicht. Ich war um eine Ecke. Ja, hallo. Hallo, morgen. Die Kollegen meinten gerade, ich habe das nämlich aufgenommen, dass ich vielleicht hier nochmal fragen soll, ob ich das Videomaterial zur Verfügung stellen soll. Ja, gerne. Wenn Sie das Ey, mich hätte ja mal super die Festnahme von dem Typen gerne, interessiert. Ja. Aber das wäre natürlich sehr cool. Eben, ja. Nee, ich könnte es ja irgendwie per E-Mail oder sowas, ja. 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 Ja, genau, dann würde ich es da hinschicken, ja. War auch nicht viel Wahl. Ansonsten und er hat ihn einfach den 12-Stunden-Stream geschickt. Gut, dann würde ich noch einen schönen Sonntag und einen ruhigen Dienst. Ich schiebe auch runter jetzt. Nee, hat er nicht. Aber es wäre mega lustig, hätte er den einfach den 12-Stunden-Stream geschickt. Ich glaube, die haben den ja auch gefunden. Haben die es schon durchgegeben? Nee. Okay. Ist er gerade selber wieder zugegangen? Ja.
Schlongdong. Genau, ich gebe das Video noch der Polizei und dann. Dann schönen Sonntag trotzdem noch. Schlongdong Müllwer. Müllberger? Oh. Das ist schön, Leute. Das hat mich jetzt glücklich gemacht. Leute, Gott sei Dank sind wir einfach nochmal umgedreht. Leider habe ich es nur in 720p aufgenommen, ne? Der wird ein bisschen matschig aussehen, wenn die das als Beweismaterial nicht. Zu 100% ist er besoffen gewesen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wird der Fall auch einfach dann fallen gelassen. Weil er heißt ja in Deutschland, war besoffen, unzurechnungsfähig oder so, weiß man nicht. Ach, so, Leute, super interessieren, wie der Fall ausgeht. Ich habe mir nämlich ein neues Lenkkopflager bestellt für mein Bike. Das Lenkkopflager ist nämlich durch. Wird auch demnächst in einem Livestream ausgetauscht. Deswegen könnt ihr mir sehr gerne bei Twitch folgen. Da mache ich nämlich so eine Sachen, dass ich an meinem Bike schraube, alles live. Ich finde es nicht so interessant, aus so einem Schrauber-Themen Videos zu machen. Deswegen streame ich sowas alles auf Twitch. Deswegen könnt ihr mir sehr gerne bei Twitch neuer Freund folgen. Safe. Da werde ich auf jeden Fall das Lenkkopflager live tauschen. Ansonsten, um nochmal die Situation auszuwerten, ich war doch ziemlich schockiert von den, ich nenne es mal Obdachloser, weil ich bin mir sicher, dass er keinen festen Wohnsitz hatte. Ich war in Passen dem Moment zusammen, ziemlich sprachlos. Jetzt im Nachhinein hätte ich auf jeden Fall anders gehandelt. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Ist jetzt so passiert, weil wie passiert ist. Zusammenfahren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt einfach mal gerne in die Kommentare, wie ihr in dieser Situation gehandelt hättet. Oder wie ihr überhaupt über die Situation denkt, dass er da einfach random die Passanten abwirft. Klar, ich den gerade geküsst. Ein Ausschnitt aus dem Livestream. Mit Zunge. Jetzt hat er mal so einen Einblick, cringy was in meinem Livestream passiert. So. Und zwar passiert da sowas regelmäßig. Nein, natürlich nicht. Richtiger 15 Sekunden Zungenschnalzer war das gerade. Ich versuche auch bei Twitch richtig abwechslungsreichen Stuff irgendwie zu bieten und nicht nur auf dem Motorrad zu sitzen. Deswegen schaut da nochmal gerne vorbei. Jetzt ist auch genug mit der Eigenwerbung. Vielen, vielen Dank, dass ihr das Video geschaut habt. Vielen, vielen Dank, dass ihr bis jetzt zum Ende dran geblieben seid. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten ist Series One Ende. Sehr nice. Sehr, sehr nice. We'll be right back.